Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Prehistoric Kingdom Video. Und bevor es jetzt mit dem nächsten Baupart weitergeht, möchte ich euch noch ganz schnell verraten, wie denn unsere drei Bewohner von unserem ersten Gehege heißen. Und da haben wir zum einen Twixie, das Männchen, macht hier gerade ein Nickerchen. Und der nächste Saurier, das ist Mara. Und zu guter Letzt haben wir noch hier vorne Sesambrötchen. Wirklich tolle Namen, vielen, vielen Dank dafür. Und wo wir gerade beim Thema Namen sind, ihr habt auch noch tolle Namensvorschläge für unseren Park allgemein reingeschrieben, also den Namen für den Park. Und ihr könnt jetzt, ab diesem Moment, wo ihr das Video seht, unter dem Community-Tab von meinem YouTube-Kanal abstimmen und einen passenden Namen für unseren Park dann hochvoten. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit dem nächsten Baupart. Und das Ganze im Speedbuild, denn es gibt wieder viel zu tun. Und im Realtime-Part, auch wenn ihr die sehr gerne mögt, dauert das bei Prehistoric Kingdom einfach zu lange, weil man so viele Möglichkeiten hat und so viele Details halt machen kann. Bei Jurassic World Evolution hingegen ist es natürlich ein bisschen einfacher, das Ganze in Realtime zu machen, weil man einfach die Sachen schneller hinbekommt, weil es halt nicht so viel Möglichkeiten gibt. Also hier kann man halt wirklich jedes Objekt so platzieren, wie man möchte, was ich auch mega cool finde. Ich muss auch sagen, dass das Bauen bei Prehistoric Kingdom echt viel Spaß macht. Allerdings ist es aktuell so, dass es ein paar Bugs gibt. Vielleicht werdet ihr die nachher auch noch im Speedbuild hier sehen. Zum Beispiel, dass man bestimmte Gruppen, wenn man die anmarkiert hatte, nicht wieder anklicken kann. Da muss man erstmal speichern und neu laden. Das war immer ein bisschen anstrengend. Ich hoffe, das wird bald noch gefixt. Aber es kommen ja ab und zu auch mal ein paar Mini-Patches raus. Unter anderem gibt es mittlerweile auch schon wieder neue Baugegenstände. So eine Treppe zum Beispiel für die Besucher, wo die dann rübergehen kann. Die kann man dann auch in den verschiedenen Materialien einfärben, die dann auch die Wände haben. Zum Beispiel das Holz hier oder dieses Graue da unten. In der Farbe kann man das auch einfärben. Werden wir nachher auch noch nutzen. Und es gibt mittlerweile so ein Gitter, das habe ich auch schon im Livestream gesehen oder gezeigt. Das ist halt für so Aviarien und Vogelkäfige. Und das ist ganz cool, weil wenn man das größer zieht oder länger zieht oder höher zieht, dann behält das trotzdem die Proportion. Das heißt, diese Maschen heißen die, glaube ich, ne? Diese Maschen bleiben immer in der gleichen Größe, aber das Gitter wird insgesamt größer oder kleiner, je nachdem, wie man es anpasst. Und damit kann man auch sehr, sehr coole Sachen machen. Werden wir auch in dieser Folge benutzen. Was ich hier gerade als allererstes baue, ist ein Gebäude, in welches später die Mikroraptoren kommen sollen. Das soll dann direkt am Eingang sein. Sozusagen, dass die Besucher, bevor sie überhaupt in den Park gehen, schon mal einen kleinen Blick auf das erste Lebewesen werfen können und dann so ein bisschen angeteased werden, in unseren Park zu kommen. Das war zumindest der Gedanke dahinter. Farblich habe ich mich bei dem Gebäude für drei verschiedene Materialien entschieden. Einmal dieses Holz, dann dieses dunkle Metall, also diese schwarzen Metallbalken und dann dieser nicht Asphalt, wie heißen die denn? Ach hier, Beton. Ja, dieses graue Beton, das finde ich immer eine ganz schöne Kombination. Sieht dann so ein bisschen moderner aus, das Ganze. Und hier setze ich sogar schon jetzt das Dach drauf. Das kann man nämlich farblich dann gleich auch noch anpassen. Das ändere ich, glaube ich, gleich auch noch ein bisschen von der Farbe, wenn ich dann hier die Holzbalken einmal an den Rand gesetzt habe. So, jetzt habe ich das Dach auch geändert. Also das bleibt dann in dieser Farbe. Die finde ich eigentlich ganz passend dazu. Ich muss auch sagen, dass ich aktuell Prehistoric Kingdom viel, viel spannender finde, was das Bauen angeht, als zum Beispiel Planet Zoo. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass ich schon so viel Planet Zoo gespielt habe, beziehungsweise gesehen habe. Ich habe ja so viele Parks von euch und Zoos von euch besichtigt. Und ich glaube, mittlerweile ist so ein bisschen der Punkt erreicht, wo man sich so ein bisschen satt gesehen hat an dem Spiel. Prehistoric Kingdom sieht halt nochmal komplett anders aus, funktioniert anders vom Bauen, man hat andere Möglichkeiten, sogar teilweise mehr Möglichkeiten, obwohl es erst die Alpha ist. Und das ist einfach das, was momentan für mich mega den Reiz ausmacht, das Spiel zu spielen. Außerdem kommt natürlich auch noch der Aspekt dazu, dass man hier Gehege für Dinosaurier baut. Und ich hatte euch ja schon mal gesagt, dass ich das natürlich nochmal spannender finde als für Tiere. Also ich mag Tiere natürlich auch super, super gerne, aber ich bin halt von Kind auf an Riesendinosaurier-Fan. Und deshalb ist Prehistoric Kingdom wirklich das Bauspiel überhaupt für mich. Also da habe ich mich super drauf gefreut. Und ich bin halt von dieser Alpha so positiv überrascht.
Ich bin echt gespannt auf die Beta. Ich weiß gar nicht, wann die rauskommt. Ich habe da noch gar keine News oder so zu gelesen. Ich hoffe aber sehr, sehr bald, dass wir dann noch neue Features und Möglichkeiten bekommen. Ich weiß, das dauert gerade alles ein bisschen länger hier mit dem Gebäudebau. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich bei Gebäuden immer super, super schwer tue. Das ist immer das, wovor ich mich am meisten drücken möchte und was mir halt am schwersten fällt beim Bauen. Am liebsten mache ich immer so Gehegegestaltung, das macht mir am meisten Spaß. Ich meine, Gebäudebau macht mir auch Spaß. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen stört, ist, dass ich da drin nicht so kreativ und talentiert bin. Wenn ich dann immer so Gebäude von anderen sehe, denke ich mir immer so, wie machen die das? Aber ja, ich probiere dann immer viel hin und her und brauche halt ein bisschen länger. Aber ich glaube, das Ergebnis ist dann auch ganz okay geworden. Ist natürlich jetzt auch kein aufwendiges Gebäude, was ich hier baue, muss man sagen. Also es ist ein relativ simples und standardmäßiges Gebäude. Jetzt seht ihr nämlich auch gleich mal dieses neue Gitter, von dem ich euch da gerade schon erzählt hatte. Das kann man halt wirklich praktisch verwenden, dadurch, dass die Textur halt nicht verzerrt wird. Und da kann man das dann halt auf jede Größe anpassen, wie man möchte. Ich mache es jetzt hier halt auf die Rückseite so einen kleinen Streifen, der dann ein bisschen für Frischluft in dem Gehege sorgen soll. Und auf der Seite, wo dann die Besucher stehen, kommt da ein Glas hin, weil ich es immer ein bisschen schöner finde, wenn die Besucher nicht unbedingt ein Gitter vor den Augen haben, sondern durch Glas auf die Tiere schauen können. Die Grundwände stehen ja jetzt und die zwei weiteren Wände, die noch fehlen, sind jetzt zum Glück ein bisschen leichter, weil man da viel kopieren kann. Es ist zwar immer noch so ein bisschen umständlich dadurch, dass man noch keine Gruppen zusammenfassen kann. Dadurch muss man dann halt immer mehr kopieren, als man eigentlich möchte und dann die überschüssigen Sachen entfernen. Aber ich hoffe, dass wirklich mit der Beta dann die Funktion mit den Gruppen reinkommt und auch eine Rückgängigfunktion ins Spiel kommt, weil ich hatte schon oft, dass ich irgendwie aus Versehen dann zu viel gelöscht hatte und dann komplett nochmal neu machen musste oder neu laden musste. Das ist dann teilweise auch sehr ärgerlich. Und schon haben wir unser erstes Gebäude fertig. Das werde ich gleich aber auch noch nach und nach anpassen an den Eingangsbereich. Denn von diesem Gebäude geht jetzt der Rest vom Eingangsbereich ab. Ihr seht ja schon, dass ich einfach die Pfeiler ein bisschen weiterziehe. Und dort soll dann in der Mitte später der Weg durchgehen, der ja auch schon in die Richtung so ein bisschen zeigt. Ziel war es am Ende, dass das Ganze sozusagen eine Einheit am Ende ergibt und nicht so langweilig aussieht. Es sollte alles so ein bisschen zusammenhängend sein. Links war dann halt der Mikroraptor-Käfig geplant. In der Mitte sollten die Besucher dann in den Park hineinkommen. Und auf der rechten Seite sollten dann noch zwei Ticketshops hin. Bei den Ticketshops wollte ich natürlich möglichst den gleichen Baustil und die gleichen Farben und Bauelemente verwenden wie bei dem Mikroraptor-Gebäude, damit das Ganze dann später einheitlich aussieht. Deshalb habe ich hier auch zum Beispiel diesen unteren Betonbalken rüber kopiert und habe dann als Wandfarbe das Holz benutzt.
Das hier ist übrigens die neue Treppe, die ins Spiel gekommen ist. Die kann man dann halt auch, das seht ihr links unten, in den verschiedenen Farben einfärben und die Besucher laufen da auch drauf. Also die können die auch benutzen als Rampe. Ziemlich praktisch, weil vorher musste man sich das ja alles selber zusammenschustern. Jetzt hat man einfach ein Bauteil und braucht dann nicht mehr alles einzeln mit Einzelteilen machen. Man muss ja sowieso schon sagen, dass die Performance von Prehistoric Kingdom jetzt schon nicht die beste ist. Also ich hoffe, da wird noch einiges dran gemacht, dass es später dann nicht so eine Katastrophe wie Planet Zoo wird. Weil Planet Zoo lässt ja leider auch sehr schnell nach, was die Performance angeht. Und aktuell ist Prehistoric Kingdom da nicht viel besser. Also ich hoffe wirklich, dass sie da noch viel dran arbeiten, dass die Performance dann später stabil bleibt, auch wenn man dann einen größeren Park oder Zoo baut. Ich mache jetzt hier auch schon relativ viel kleine Detailarbeiten, damit diese Gebäude dann wirklich noch ein bisschen interessanter wirken, weil sie halt von der Grundform her relativ unspannend sind. Sind halt einfach Kastengebäude mit einem Flachdach drauf und da ist es dann natürlich besonders wichtig, dass man dem Gebäude zumindest ein bisschen Tiefe verleiht durch solche Balken an der Seite und auch durch die passende Innendekoration. Das sieht dann zumindest ein bisschen spannender aus, wenn schon von außen nicht das imposanteste Gebäude ist. Dann baue ich jetzt hier nochmal einen Schrank für den Innenbereich. Das ist ja zum Glück relativ simpel. Einfach ein paar Bretter aneinander klatschen und schon hat man einen simplen Holzschrank. Jetzt Sachen, die man reinstellen könnte, habe ich da jetzt nicht mehr gemacht. Das hätte man auch noch machen können, vielleicht irgendwie einen kleinen Blumentopf mit einer Blume drin, weil man kann ja auch die Blumen und die ganzen anderen Sachen ein bisschen kleiner ziehen. Das wäre noch möglich gewesen, aber das hat mir so schon eigentlich ausgereicht. Habe dann auch noch diese fertigen Mülleimer benutzt und musste jetzt erstmal überlegen, wie ich das Ganze platziere. Dann ist mir eingefallen, ich habe auf der Rückseite Eingangstüren und es wäre unlogisch, wenn die nicht auf dieser Seite wieder auch noch rauskommen. Deshalb habe ich hier die Türen dann auch noch im Innenbereich platziert und auch die Treppen. Und damit sah das Gebäude eigentlich von innen schon mal gar nicht so schlecht aus. Also diese Türen haben dann tatsächlich auch ganz gut geholfen. Jetzt hat allerdings noch eine wichtige Sache gefehlt für ein Tickethäuschen, nämlich eine Kasse. Da habe ich jetzt auch nichts groß Spektakuläres gemacht. Ich habe einfach hier in Schwarz etwas geformt, was ungefähr wie eine Kasse aussieht. Und ich finde, mit diesen zwei Materialien und dem wenig Aufwand ist es schon eine ganz solide Kasse geworden. Dann noch ein kleines Vordach davor. Und zu guter Letzt noch einen schönen Schriftzug für die Häuschen.
Dann ging es als nächstes an diesen Plaza, der dann vor dem Eingangsbereich oder diesen Eingangshäuschen entstehen sollte. Da hätte ich natürlich gerne irgendwas mit Springbrunnen oder sonst was in diese Richtung gemacht, weil ich das immer richtig cool finde, so einen schönen Springbrunnen vom Park zu haben. Allerdings haben wir natürlich in der Alpha noch keine Düsen oder ja, Wasser, was man hier halt passend platzieren könnte. Vielleicht wäre es irgendwie möglich gewesen, das Wasser da in die Mitte zu bekommen. Aber ich finde das Wassertool aktuell von der Alpha noch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ich habe mich da noch nicht so richtig dran gewöhnt. Und mir wäre jetzt auch nichts eingefallen, wie ich da Wasser reinkriege. Aber es war ja auch egal, weil wir eh keine Düsen hatten. Deshalb habe ich hier einfach ja, so ein kleines Blumenbeet quasi, oder eher ein großes Blumenbeet quasi, geplant für die Mitte. Das Wegetool von Prehistoric Kingdom finde ich übrigens aktuell in der Alpha eigentlich ganz cool. Das erinnert mich sehr stark an das von Jurassic World Evolution. Das ist halt relativ simpel. Das einzige Problem, was es aktuell noch hat, ist, dass da manchmal so ein paar Macken reinkommen. Das passiert, glaube ich, wenn der Boden nicht ganz eben ist. Aber ich habe dann auch mal übergeglättet und dann sind die trotzdem entstanden. Ich habe es noch nicht so ganz gecheckt. Aber das kann man dann umgehen, indem man ja die Wege von der anderen Seite macht oder kürzer zieht und. Da muss man so ein bisschen ausprobieren. Also das ist alles noch relativ easy machbar. Ich bin halt nur gespannt, ob das Wegetool wirklich später so bleiben wird, weil es ja momentan wirklich nicht sehr komplex ist. Man kann noch nicht mal erhöhte Wege bauen und hat noch nicht wirklich viele Möglichkeiten. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann später, auch wenn die Besucher klüger sind und eine richtige KI haben, einfach noch ein bisschen anders wird vom Wegesystem her. Aber wenn es so in diese Richtung bleibt vom Platzieren her, würde ich das schon sehr, sehr cool finden, weil halt dieses Flächen und Plazas erstellen viel, viel leichter ist als bei Planet Zoo. Ich habe übrigens auch festgestellt, dass wenn man bei einem Weg, da kann man ja auch diese Gradzahl, in welcher Gradzahl der Weg abgehen soll, zum Beispiel 90 Grad einstellt, dass das irgendwie nicht so ganz hinkommt mit den 90 Grad. Das ist mir dann später beim Plaza-Einzeichnen halt aufgefallen. Jetzt seht ihr jetzt schon, da in der Ecke ist das halt nicht so ganz gerade und eigentlich hätte es gerade sein müssen. Deshalb habe ich dann irgendwann angefangen, mit diesen Metallbalken mir so ein bisschen Schablonen zu legen, damit ich dann wirklich auch die richtigen Winkel habe. Also wundert euch nicht, wenn da dann mal so Metallbalken auf dem Boden liegen. Das waren nur Richtlinien, die entferne ich dann später noch. Am Rand von diesem Plaza hatte ich dann auch kleinere Blumenbeete geplant. Was darf in einem Eingangsbereich nicht fehlen? Ganz genau, eine Toilette. Und deshalb platziere ich die hier. Die gibt es ja schon als fertiges Gebäude. Und die fertigen Gebäude von Prehistoric Kingdom sehen wirklich sehr, sehr cool aus. Aber ich hoffe natürlich auch noch, dass wir später ja so Rohbauten kriegen. Also quasi wie bei Planet Zoo, solche Kasten, wo dann einfach nur Kassenhäuschen oder so sind. Und dass wir dann auch unsere eigenen Gebäude daraus bauen können, die dann auch funktionieren, wo die Gäste hingehen und auch dann wirklich auf Toilette gehen oder was kaufen oder sowas.
Und jetzt kommt der schönste Teil, nämlich das Ganze bepflanzen und gestalten. Hier habe ich mich dann für die gleichen Büsche und Blümchen entschieden, die ich auch schon in meinem ersten Gehege verwendet habe. Da habe ich dann auch so ein bisschen rüber kopiert, weil ich faul war. Aber das macht ja rein gar nichts. Ich fand aber die Farbkombination ganz cool eigentlich mit diesem Grün und Gelb. Die Lücken habe ich dann auch nochmal manuell ausgefüllt, damit es auch überall so ein bisschen variiert. Und beim mittleren Blumenbeet habe ich mich für einen größeren Baum entschieden. Die kann man ja zum Glück von der Größe, Breite und Höhe auch anpassen. Ihr seht übrigens gerade im Hintergrund, ist ein Styraco ausgebüxt. Das liegt daran, dass durch das neue Update auch so ein, wie nenne ich das denn jetzt? Ja, es gibt so eine Ansicht, wo man dann sehen kann, wenn man das Tier anklickt, wo es überall hinlaufen kann. Und seit diesem Update können die Tiere irgendwie ein bisschen besser diese Felsen hochlaufen und klettern. Und dadurch ist mein Styraco-Gehege, was ich in der ersten Folge gebaut habe, leider nicht mehr ausbruchssicher. Das heißt, da muss ich dann auch noch mal irgendwann beigehen, vielleicht im Livestream oder so, dass wir das Ganze korrigieren, damit die Dinos da nicht mehr einfach ausbüchsen können. Und ansonsten habe ich mich hier bei der Gestaltung so ein bisschen relativ grün mit verschiedenen Grüntönen gehalten. Bisschen was von dem Gelb rein und auch ein paar Felsen und Stöcker, damit das ein bisschen variiert von den Farben her. Und natürlich dürfen auf so einem großen Plaza auch Bänke nicht fehlen, denn die Leute wollen ja auch sitzen, auch wenn sie das natürlich aktuell leider noch nicht tun. Also diese Bänke kann man einfach nur als Deko platzieren aktuell. Mülleimer dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und jetzt als nächstes ging es dann endlich an das Gehege oder diesen Käfig für die Mikroraptoren. Da kann man nämlich ganz cool dieses ganze Gebäude ausblenden und dann hat man nur diese zwei vertrockneten Bäume, auf denen die Mikroraptoren dann umherfliegen. Finde ich eigentlich eine ganz coole Lösung. Ist natürlich schade, dass die dann nur in diesem kleinen Bereich bleiben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein größeres Gebäude gebaut hätte, hätte man ja auch zwei oder drei von diesen Gehegen da rein platzieren können und dann kann man das relativ lebhaft dann, denke ich, gestalten. Wäre natürlich noch eine Nummer cooler, wenn die wirklich frei rumfliegen würden und dann auch eine KI hätten und dann auch mal so an diesen Gittern und so klettern würden am Rand, die dann auch bei dem Standardgebäude halt sind. Aber so weit ist das Spiel leider noch nicht. Vielleicht werden wir das ja noch erleben, aber das wird wahrscheinlich relativ schwer umsetzbar sein, dass das dann später auch gut aussieht. Sieht man ja ganz gut beim Klettern von Planet Zoo, also das Klettern der Tiere bei Planet Zoo ist ja wirklich eine Katastrophe. Das kann man sich leider gar nicht angucken und da ist bis heute noch kein Patch oder Update gekommen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es relativ schwierig ist umzusetzen, dass sie dann wirklich schön auf den selbstgebauten Sachen herumklettern. Also dafür ist das bei Planet Zoo schon echt gar nicht so schlecht gelöst. Da die beiden Bäume auch so ausgetrocknet sind, wollte ich das Gehege jetzt auch nicht zu sehr begrünen. Natürlich so die ein oder andere Pflanze musste da schon rein, aber halt auch nur so ein bisschen am Boden. Ich habe da jetzt nicht noch irgendwie weitere Bäume oder sowas reingemacht. Ich wollte natürlich auch nicht die Sicht zu sehr verdecken für die Besucher, weil je mehr man hier reinklatscht, desto schlechter wird logischerweise auch die Sicht. Die Mikroraptoren kann man leider, glaube ich, auch nicht benennen. Ich habe zumindest keine Funktion gefunden. Das heißt, ihr braucht diesmal leider keine Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Falls ich doch noch irgendwie einen Weg finde, dass man die benennen kann, dann werden wir das in den noch kommenden Folgen auf jeden Fall nachholen. Jetzt fehlte natürlich noch der Parkname am Eingangsbereich. Da ich noch kein Vote für euch gestartet hatte zu diesem Zeitpunkt und den genau jetzt starte, also falls ihr es noch nicht getan habt, schaut
unter dem Community-Tab bei meinem YouTube-Kanal vorbei. Dort findet ihr ein Vote für den Namen von unserem Park hier. Aber ich habe jetzt erstmal einfach Dino Park als Namen, als Platzhalter sozusagen genommen. Und dieser Schriftzug, der kam dann einfach oben auf den Eingangsbereich drauf. Das Ganze so ein bisschen befestigt mit ein paar Metallstützen. Und dann ging es jetzt zu guter Letzt natürlich auch noch um die Gestaltung, um diesen ganzen Eingangsbereich herum. Dort wollte ich auf jeden Fall wieder so ein bisschen Wald drumherum platzieren, wie auch schon bei dem Stirako-Gehege da vorne. Da wollte ich halt den Wald einfach ein bisschen weiter zeichnen. Hab dann zwischendrin auch noch, da wo man es zumindest sieht, ein paar Felsen gemacht, damit das später nicht ganz so langweilig aussieht. Und dann habe ich fleißig gepinselt und habe mich wieder gefreut, dass ich dieses tolle Tool benutzen darf. Es ist wirklich ein Segen, das Tool, dass man damit so gut alles einzeichnen kann. Habe jetzt erstmal grob im Hintergrund alles eingezeichnet und später, je weiter ich zu unserem Bereich halt hingehe, da mache ich das dann wirklich mit Einzelplatzierung der Bäume und Büsche, gerade damit ich auch zum Beispiel mit den riesigen Bäumen dann nicht zu viel Licht wegnehme und dass ich das alles selber halt so ein bisschen platzieren kann. Und ganz am Rand mache ich sogar dann einfach mehr Büsche, damit es damit man nicht ganz so erschlagen wird von außen rum. Aber das funktioniert mit diesem Tool auch einfach richtig gut und macht verdammt viel Spaß. Und es sieht auch echt gut aus, weil halt die ganzen Pflanzen immer gedreht werden, von der Größe angepasst werden. Das muss man dann alles nicht mehr manuell machen. Das übernimmt alles das Spiel. Man muss einfach nur klicken an der Stelle, wo man es haben möchte. Und dann wird es halt da platziert. Ist super praktisch. So, und das war's jetzt auch schon, so langsam mit unserem Eingangsbereich. Ich mache jetzt noch im Hintergrund ein bisschen den Feinschliff und dann zeige ich euch nochmal das fertige Ergebnis. Ich bedanke mich jetzt aber schon mal vielmals bei euch fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.